Oh, hallo junger Knabe, ich habe gar nicht gemerkt, wie Sie reingekommen sind. Ich habe nur gerade meine ganzen Trophäen beachtet. Nun denn, so lasst uns gehen, ich nehme nur kurz meine Goldwerkzeuge mit. Ja, Leute, ich habe jetzt einen Keller. Den hätte ich schon vor Ewigkeiten machen können, weil ich habe natürlich nicht dran gedacht, dass man ja auch sein Haus schon erweitern kann und es im Nachhinein das Haus bezahlen muss. Da ist der Nokia ganz netter, weil die nächste Rechnung kann ich mir nämlich nicht leisten, aber ich habe jetzt ein voll ausgebautes Haus, glaube ich, oder? Ist es voll ausgebaut? Eventuell nicht. Egal, wir gucken uns erstmal die Post an. Oh mein Gott, was habe ich hier getan? Was habe ich getan? Wieso ist hier so viel Post? Gut, was haben wir denn da so? Vom Tidus haben wir bekommen Tulpen, die ich schon habe. Wieso schenkt ihr mir alle Samen? Ein Bronzepokal von der Akademie des Schönen Hauses. Ecke Filmmusik. Dodo Airlines Tasse. Der Volleyball. Von Chris und anderes Gedöns, den ich mir gekauft habe. So viele Lieder, holy shit. 4 Lieder einfach, okay. Weiß auch schon, was ich damit machen werde. Wieder in die Anlage. KK Filmmusik ist übrigens mega geil. Also wenn ihr mal Zeit habt, das anzuhören, hört ihr auf jeden Fall mal KK Filmmusik an. Das ist so ein geiles Lied. So, Volleyball kommt hier ans Kopfende. Ja, yeah, endlich kann ich Volleyball spielen. Genauso mache ich das auch immer zu Hause. Einfach den Ball gegen den Boden knallen. Nur geht bei mir immer alles kaputt, wenn ich damit in meinem Zimmer rumspiele. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein paar Lieder, die ich hier in meinen KK-Schrein reinpacken kann. Ganz offensichtlich gefällt mir KK Tango richtig gut, deswegen habe ich gleich 2-mal das Album davon gekauft. Und ich habe hier so ein schönes Kissen doch bekommen. Jetzt kann ich hier nämlich richtig vor meinem Held bieten. Ja, KK, du bist der Allerbeste. Und der Pokal müsste eigentlich noch irgendwo hier unten hin. Aber da oben sind ja jetzt schon 2 Pokale. Wo soll ich jetzt den letzten Pokal noch hin tun? Dann kommt er jetzt auf den Stuhl. Da glänzt er auch viel schöner. Oh, so glänzt er natürlich viel geiler. Ja, wir machen das so, dass es glänzend bleibt. Schön, schön. Aber das war's ja noch nicht. Wir haben ja noch mehr Post leider. Rainer hat mir was geschickt. Wir bedanken uns für deinen Kauf ohne Rückgaberecht einer Galantstatue. Hey Rainer Schatzkutter, wir freuen uns auf seinen nächsten Einkauf. Genau, der war nämlich gestern da. Allerdings hatte ich gestern keine Lust aufzunehmen und habe mir die David-Statue gekauft. Okay, so. Post haben wir für heute erledigt. Dann können wir uns ja mal den neuen Laden angucken. Denn ich glaube, den habt ihr noch bei mir noch nicht gesehen. Hier, Nux Laden ist größer geworden. Und die haben jetzt mehr Platz. Und hinten gibt es jetzt 3 Items zu kaufen. Also jeweils einmal am Tag statt nur 2 Items. Und das ist toll. Will ich aber alles nicht haben. Und hier in diesem Regal gibt es jetzt nämlich auch anderes Zeug. Gestern waren da so Profi-Angel-Sachen und so. Und heute sind das anscheinend Kindersachen. Kinderangel, Kinderkescher, Designerschaufel. Guckt euch die an. Bestimmt von Louis Vuitton oder so. Und die Elefantenkanne ist ja richtig süß. Holy shit. Ja, sowas gibt es jetzt hier. Es gibt, glaube ich, auch mehr Samen zu kaufen. Und auch mehr Tapeten und Böden. Aber will ich alles nicht haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Laden irgendwann nochmal größer wird, denn da hinten rechts in der Ecke ist eine fucking Leiter. Ich bin mir zu 99% sicher, dass wir irgendwann nochmal ein erstes Stockwerk bekommen bei Nox Laden. Ist wahrscheinlich noch nicht im Spiel drin, muss erst geupdatet werden, aber nach dieser Hochzeitssaison könnte da bestimmt was kommen. So, okay. Ansonsten, hallo Guido. Stimmt, ich habe Guido umgesetzt. Der wohnt jetzt woanders. Der geht wahrscheinlich gerade nach Hause. Kann ich euch auch noch zeigen, wo er jetzt wohnt. Aber erstmal mit der David-Statue, kann ich euch auch nochmal zeigen, im Gepäck können wir ja nochmal zu Eugen gehen. Denn das Museum wurde jetzt auch größer. Da ist sie, die David-Statue. Sieht auch so eigentlich ganz cool aus, ne? Zack, zack. Oh, dieser Penis, ja. Das ist echt eine coole Statue. Bitte sperrt nicht mein Video, YouTube, nur weil da ein Penis drin ist. Ja, und das ist auf jeden Fall das Original, weil die Fälschung hat, glaube ich, so ein Buch unterm Arm. Und dank meines tollen Videos, wo ich alle Fälschungen angeguckt habe, ist das natürlich das Original und ich weiß das alles. Dann können wir uns ja jetzt auch mal den Kunstraum angucken. Der ist nämlich hier oben. War irgendwie klar, dass da noch was hinkommt, ne? Sonst wären hier ja keine Treppen irgendwie zum Hochlaufen. Also das haben die von Anfang an geplant gehabt. Deswegen schauen wir da doch mal rein. Ist jetzt natürlich noch ziemlich, ziemlich leer, aber 2 Sachen sollten hier sein. Einmal das Lichtgemälde. Irgendwo. Ach du Scheiße, wie viele Sachen gibt's denn? Da ist das Lichtgemälde. Das war ja das erste Stück, das wir bekommen haben. Von dem es anscheinend auch gar keine Fälschung gibt. Also das erste Kunstwerk, das man von Rainer bekommt, ist immer ein Original. Die letzte Fahrt der Temeraire. Das konnte ich schon in meinem Video nicht aussprechen. Von Joseph Malor Turner von 1839. Öl auf Leinwand.
Ein bekanntes Werk von Turner, einem Maler des Lichts. Es zeigt ein britisches Marineschiff unter dem Kommando von Admiral Nelson, kurz vor dem Abwracken. Oh. Abwracken heißt, das Schiff wird kaputt gemacht, ne? Ausgeschlachtet quasi. Aber hier lernt man wenigstens noch was über die Kunst. Bei den ganzen anderen Sachen ist das ja leider nicht so. Da kriegt man keine Informationen. Ja, und wo ist meine David-Statue? Hallo, ich möchte die... Da, oh, oh, großes Kunstwerk. Kleiner Penis, großes Kunstwerk. Die Galant-Statue von Michelangelo um 1504 aus Marmor. Diese Statue zeigt den jungen David, wie er mit einer Schleuder über der Schulter seinen Gegner erblickt. Was, der hat eine Schleuder? Habe ich noch nie gesehen. Michelangelo benötigt mehr als 3 Jahre für die Fertigstellung dieses Meisterwerks. Betrachtet man die Augen näher, erkennt man kleine Herzen, die wohl den Lichteinfall darstellen sollen. Damals galten Herzen übrigens noch nicht als Liebessymbol, sondern... Klar, man achtet erst auf die Augen und dann erst auf das Gemächt. Nein, man achtet gar nicht aufs Gemächt. Ach, dass das eine Schleuder sein soll, wusste ich nicht. War David dann ein Krieger oder was? Ich habe gar keine Ahnung von Geschichte und Kunst. Aber ja, das ist die neue Kunsthalle. Sehr schön, auch eine sehr schöne Hintergrundmusik. Gute Umbauarbeiten, Eugen. Ach, er schläft schon wieder. Na gut, dann lassen wir ihn schlafen. Und ja, äußerlich halt auch viel schöner als vorher. Wir haben jetzt hier diese Banner an den Seiten und Licht von unten, was wahrscheinlich auch angeht in der Nacht. Und ich glaube, es ist auch zu jeder Seite ein Teil größer geworden. Also jetzt, wo ich das halt so sehe, dieses neue Museum, muss ich sagen, das Museum davor war ultra hässlich, oder? Jetzt ohne Witz, vergleich die mal. Dieses Museum ist so viel hübscher, holy crap. Ansonsten sollten jetzt die ganzen Blümchen hier noch fertig sein. Nein, sind sie nicht. Alles klar. Aber hier wohnt jetzt erstmal der Guido. Ich habe eventuell vor, dass die Bewohner von unten links hier alle nach oben ziehen werden. So in eine Reihe. Und dass ich dann quasi die beiden Aufgänge hier, von hier bis da hinten, irgendwie einen Weg mache. Das ist wahrscheinlich besser als vorher, aber irgendwie gefällt mir das trotzdem nicht. Guck mal, da ist der Guido ja sogar. Na, sitzt du vor deinem Haus. Ich muss allgemein mal die ganzen Gebäude von meinen Leuten irgendwie verhübschern. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie. Wir können ja einfach mal so einen schönen Heckenzaun drumrum bauen, oder? Sieht das da gut aus? Ich mache einfach mal. Hecke! Noch mehr Hecke! Geil, Guido, du kriegst einen Heckenzaun! Woo. Ja, keine Ahnung. Sieht nicht sehr japanisch aus. Ist er jetzt in sein Haus gegangen? Nee, hä, wo ist er denn hin? Er ist auf Nahrungssuche? Plötzlich ist er weg. Aber friss mir nicht meine Blumen auf. Na egal, jetzt wo er auf jeden Fall da oben wohnt, wohnt er nicht mehr hier links. Hier wohnt er ja vorher. Heißt, ich kann hier endlich mal alles mitnehmen und diesen Flusslauf weiterführen. Denn wie in der letzten Folge schon angemerkt, möchte ich da in der Mitte so eine Erinnerungsuhr bauen. Das kriegen wir wahrscheinlich heute auch noch hin. Und was genau eine Erinnerungsuhr ist, sage ich euch gleich. Jetzt muss ich das mal irgendwie hinbekommen, dass es genau synchron ist mit der anderen Seite. Schwierig das. Also nicht genau, aber so Spiegel, so 180 Grad spiegelverkehrt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass der Fluss rechts genauso aussieht wie Fluss links, nur dass er rechts nach oben geht und links nach unten. Denn Symmetrie ist wichtig, Symmetrie ist hübsch, Symmetrie mag jeder. Auch der König von Dizzymania. Aber damit ich das überhaupt machen kann, muss ich, glaube ich, erstmal die Mitte fertig machen, damit ich überhaupt weiß, ob ich hier genug Platz habe, weil es sieht gerade so aus, als wenn ich hier nicht genug Platz hätte. Und diese Brücke hier ist auch noch super bescheuert. Was mache ich mit der? Die steht jetzt einfach auf dem Land. Warum? Diesen kleinen Teich da unter oder was? Richtig unnötig. Okay, also laut meinem Vorhaben müsste das Teil genau diesen Weg hier lang gehen. Und zwar in alle Richtungen. Ich habe so die Befürchtung, mein Vorhaben ist behindert und nicht wirklich gut durchdacht. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht den Fluss hier doch wieder durchgehen lassen sollte und dann einfach hier oben abschließe. Ja, sieht behindert aus. Und ich kann das hier auch nicht wegmachen, weil sonst macht der Zaun ja überhaupt keinen Sinn. Warum sollte hier so ein Zaun stehen? Oder vielleicht irgendwie so, dass sich dann der Fluss nochmal aufteilt. Dann kann er hier runtergehen und dann hier auch wieder ins Meer rein. Das ist mir halt wichtig, dass man diese Meermündung tatsächlich auch nutzt, weil so sieht das halt komisch aus. Dann gibt es keinen Anfang, kein Ende. Doof. Kann man hier denn noch irgendwie mit diesen Zäunen arbeiten, dass das nicht ganz behindert aussieht? Finde ich tatsächlich auch nicht so schlecht. Und wenn man sich jetzt halt vorstellt, dass hier auch noch Wasser ist. Aber dieser weiterführende Fluss hier ist dann halt trotzdem ultra weird und der schließt dann halt auch nicht ab. Was macht man mit dem? Warum habe ich hier links keinen Abfluss ins Meer? Man könnte ihn halt in einem See enden lassen, aber Seen habe ich so gar keinen Bock drauf.
Wie lässt man Flüsse enden? Ach, keine Ahnung, ich schließe das jetzt einfach ab hier. Und dann endet halt der Fluss da einfach. Das sieht aber kacke aus auf der Map jetzt, ohne Witz. Guck mal, wie das aussieht. 6 Stunden später. Puh, okay, das war mega der Krampf, aber ich bin jetzt erstmal mehr oder weniger zufrieden. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall den Fluss weitergeführt und auch schon mit Zäunen abgesteckt. Keine Ahnung, ob der jetzt so bleibt oder nicht, aber erstmal bleibt er so. Und dann ist auch diese Brücke hier nicht mehr nutzlos. Und ich finde das gar nicht so schlecht, dass hier jetzt 2 Brücken in einem Bildschirm so quasi drin sind. Und ja, da geht er halt hier weiter und schließt jetzt erstmal da. Aber ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Fluss genau machen will. Aber er ist jetzt erstmal hier. Auf jeden Fall, das hier wollte ich bauen. Das ist jetzt nämlich so eine Erinnerungsuhr, kann man sie, glaube ich, nennen. Und ja, ich möchte jetzt einfach für jeden Monat, das habe ich bei einem anderen YouTuber gesehen, Leute, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber ich möchte jetzt für jeden Monat immer 2 Items hier platzieren, die mich halt an diesen Monat erinnern. Und wenn man dann ein Jahr lang Animal Crossing gespielt hat, dann kann man nochmal auf die Uhr zurückgucken und sich dran erinnern und schwelgen und was weiß ich. Fand ich, ist eine sehr schöne Idee. Deswegen habe ich das nachgebaut. Hier muss ich das noch beenden, die Uhr, aber das ist ja erst, keine Ahnung, 9 Uhr September und so. Heißt, wir werden die Pia gleich nochmal ausziehen lassen. Und wir haben ja jetzt... Ach so, das ist ja dumm, ne? Das hier ist Januar. Ne, da kommt die natürlich woanders hin. Moment. Januar, Februar, März. Im März kam das Spiel raus, ne? Genau. Also kommt hier das erste Ding hin. Also für den März habe ich mir überlegt, als erstes Item... Zum Release natürlich, da hat man die Nintendo Switch bekommen. Und was könnte besser dafür stehen, als für den Release-Tag, als so eine schöne Nintendo Switch hier auszustellen? Ist die schon mal da, können wir auch einschalten. Denn die Nintendo Switch hat einen richtig guten Akku, habe ich festgestellt. Von daher passt das schon. Und das zweite, was mich an den Monat März erinnert, ist tatsächlich die Vogelspinne. Denn im März ging das ja noch, dass man sich die Vogelspinninseln selber craften konnte quasi. Ja, das Video hat auch richtig viele Views bekommen, beide tatsächlich. Und ich glaube, mit dem Video sind auch ganz, ganz viele von den neuen Leuten hier im März dazugekommen. Im März habe ich wirklich richtig viele Abos gemacht. Deswegen natürlich das Vogelspinnmodell auch noch im März. Und April ist noch nicht vorbei, deswegen werde ich hier auch erstmal nur ein Item hinlegen. In den nächsten Tagen werden wir dann auch noch das zweite Abo hier rauslegen. Aber für das allererste Item habe ich mir überlegt, packen wir doch einfach mal... den Stehauf-Os für die erste Aprilwoche hier aus, weil es eben das Oster-Event war. Eine nicht so schöne Zeit, aber man kann sich ja trotzdem zurückerinnern. Vielleicht, wenn wir dann irgendwann im September sind oder so, erinnern wir uns mit einem lächelnden und einem traurigen Auge zurück an das Oster-Event. Deswegen kommt hier dieser Stehauf-Os, das einzig gute Oster-Item, das aus diesem ganzen Event hervorgekommen ist. Aber das werden wir jetzt immer mal wieder fortführen, je nachdem, wann ich dazu Lust und Zeit habe. Und hier fehlt auf jeden Fall noch eine Sache für den April. Wenn ihr da eine Idee habt, was für ein Item ich hier ausstellen könnte, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Eventuell könnten wir noch Kirschblüten irgendwie ausstellen. Ein Kirschblüten-Item. Weil Kirschblütenzeit war ja auch gleichzeitig mit dem Oster-Event. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Aber ich warte erstmal auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch eine bessere Idee. Ich bin tatsächlich recht happy, wie das jetzt hier ausgegangen ist. Ist nicht so, wie ich das im Kopf hatte, aber jetzt auch nicht so bad. Werden wir die Pia nochmal kurz ausziehen lassen, damit ich meine Erinnerungsuhr auch wirklich morgen dann zumindest zu Ende bauen kann. Dafür gehen wir immer zum Nook. Und sagen ihm, die Pia soll bitte woanders hinziehen. Das Haus von Pia? Alles klärchen. Die Umkosten für die ganze Sache betragen 50.000 Sternis. Soll ich mal bei Pia anfragen? Ja, bitte mach das. Aber sicher doch mit Freunden. Freunden meine ich natürlich. Dann wollen wir rasch mal hören, was Pia so denkt. Nur ein Sekündchen bitte. Piep, 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 boop, boop, boop. Pia, Don Daisy hat gesagt, du sollst umziehen. Also Pia, was sagst du? Na gut, da bin ich dabei. Ein Umzug auf der Insel geht bestimmt total ab, Schätzchen. Okay. Habe ich gerade ein Abo bekommen. Schön, dass ich die Alerts nicht ausgemacht habe. Egal. Vortrefflich, dann ist ja alles klar. Dann Dizzy, kümmerst du dich um den Rest? Natürlich. Ich bin dein Mann, Pia. Ihr Haus ist jetzt leider nicht so hübsch, aber das ist schon in Ordnung. Die kommt hier einfach zu dem anderen hässlichen Haus, das ich in meiner City habe. Zu Guido. Das ist die Frage. Soll sie einfach links davon wohnen oder dahinter? Leute, das ist die Frage aller Fragen. Wenn die so links und rechts nebeneinander wohnen. Du bist zu nah an einem Plateau, der Platz reicht nicht aus. Ach so. Stimmt, dann sie könnte ja gar nicht nach draußen gehen. Das ist ja natürlich jetzt belastend irgendwie. Ja, dann geht das nicht. Dann müssen die vielleicht versetzt sein. Könnte auch nicht so kacke aussehen. Dann aber vielleicht lieber 2 versetzt als nur 1.
Dann sehe das so aus. Jetzt kann man den rechts nicht sehen, aber ich glaube, hier ist ganz gut. Ja, wir lassen das ja auch erstmal hier. Und dann sind die halt so ein bisschen versetzt. Ich glaube, das finde ich gar nicht so hässlich, to be honest. Dann ist das hier unsere Wohnsiedlung. Und die Pia bekommt dann auch erstmal einen Heckenzaun. Dann ist das hier schön einheitlich. Sieht jetzt nicht wirklich japanisch aus. Eventuell werde ich die halt auch später nochmal irgendwie verändern. Die ganzen Zäune, die ich hier jetzt gerade platziere. Aber fürs Erste passt das. Damit das nicht so kahl aussieht. Karl, das tötet Menschen. Ja, das geht auch voll fit. Guck mal, da kommt man hier so hoch und dann sind hier halt die ganzen Häuser. Finde ich gar nicht so doof, to be honest. Eventuell ein bisschen wenig Platz. Also wenn man hier vorne noch irgendwie Blümchen oder sowas gepflanzt hätte tun können, dann wäre das vielleicht noch alles ein bisschen schnieker gewesen, dass die Häuser dann ein weiter zur Seite gemacht worden wären. Aber ist auch in Ordnung. Vielleicht blühen ja irgendwann die Hecken. Aber vermutlich nicht, ne? Schön, schön. Dann kann ich morgen die Uhr fertig machen. Und eine Sache müssen wir jetzt heute trotzdem noch machen. Denn mir hat ein netter Kommentator geschrieben, von dem ich jetzt leider den Namen vergessen habe. Ich glaube aber, es war der Dennis und auch noch eine andere. Okay, wo ich jetzt schon den Dennis genannt habe, muss ich natürlich die andere auch nennen. Ich werde sowieso beide einblenden, aber ich gucke mal kurz nach. Und zwar der Dennis und das Krieger-Girl haben beide gemeint, wenn man dreimal einen Camper einlädt, dann kann man nach dem dritten Einladungsversuch jemanden aus der Insel rausschmeißen. Und genau das werde ich jetzt tun. Das haben sie gestern zum Glück schon auf dem Video geschrieben. Das heißt, ich konnte dann gestern Abend nochmal den Heinz einladen. Deswegen habe ich denen jetzt schon zweimal geholfen. Und das wird jetzt das dritte Mal sein. Und wenn ich ihnen jetzt zum dritten Mal das gebe, was er verlangt, dann soll er wohl bei mir einziehen. Hey, ich bin Heinz. Kann ich irgendwas echt Schweres für dich heben? Katza! Ob ich auf euren Campingplatz will? Na und ob? Ich werde sofort aufbrechen. Katza! Dann werde ich eine Katze. Statt Nadine natürlich. Ich werde die Nadine rausekeln. Beziehungsweise ich muss die ja wahrscheinlich gar nicht rausekeln. Wahrscheinlich wird das einfach in einem Gespräch enden. Jo, Nadine. Hier abonnieren viel zu viele Leute. Ihr seid so knuffig. Oh mein Gott. Hier will eine Katze einziehen und du weißt, ich liebe Katzen. Es ist nichts gegen dich, Nadine. Aber Katze, you know it. Also, Katze, bitte geh. Und dann sagt sie. Nam, 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 nam. Und dann geht sie aber trotzdem. So wird das ablaufen. Zumindest in meinem Kopf. Mal gucken, wie es in Wahrheit sein wird. Ich hätte ja wirklich gerne ein Holzschild. Oh, ich krieg so eine Anleitung dafür. Ich habe noch kein Holzschild. Vielleicht hätte ich das gleich zu Anfang erwähnen sollen, aber ich reise morgen ab. Katza! Es wäre klasse, wenn ich das Souvenir noch heute haben könnte. Danke im Voraus. Nein, das weiß er zwar noch nicht, aber... Heinz, I've got ya. Du reist heute nicht ab. Was brauchen wir denn für so ein Holzschild? Ich weiß, wie man ein Holzschild herstellt. Ah, da ist eine Katze drauf. Guckt euch das an, da ist eine süße Katze drauf. Oxa-Ox, das ist Oxa-Ox. Wie geil, Mann. Heinz ist der Beste. Allein, weil er mir dieses DIY geschenkt hat, liebe ich ihn schon. Here I am again. Und er wieder ein Lolli in der Hand. Das wechselt jedes Mal, wenn man zu ihm hingeht. Hey, hast du mein Holzschild? Jo. Guck mal, ich habe sogar zwei hergestellt. Für die doppelte Katzenpower. Oh, so was Tolles. Extra für mich. Sieht super aus. Katza. Du hast ja ein Dankeschön verdient. Diese Cyberbrille schon wieder. Die hat er mir gestern auch schon gegeben. Wie viele Cyberbrillen hast du bitte? Kaum zu glauben, dass jemand auf Dizzymania etwas für mich angefertigt hat, Katza. Ob ich Dizzymania zum Dank irgendwas Gutes tun kann? Ich kann mega schwere Sachen tragen. Oh, dann zieh doch her. So, Hantel, ist das dein Ernst? Hier zu wohnen würde sicher einiges einfacher machen, Katza. Klar, wie Kloßbrühe. Ich komme. Ich rufe mal beim Service Center an und kläre die Sache. Ja, er zieht jetzt ein. Schlechte Neuigkeiten. Ich habe vom Service Center die rote Karte für meine Umzugspläne bekommen. Auf der Insel ist nicht genug Platz und... Für deine und meine Muskelberge, Katza. Ach, er denkt, ich bin muskulös. Aber es könnte was gehen, wenn jemand wegzieht. Soll ich mal mit jemandem darüber verhandeln? Klar, verhandel mit irgendwem. Aber bitte nicht mit irgendwem, sondern mit Nadine. Ich habe vom Service Center bereits ein paar Vorschläge bekommen. Was meinst du, wen soll ich deiner Meinung nach fragen? Oh Gott, darf ich jeden fragen? Ja, okay. Tschüss, Nadine. Sicher, dass ich Nadine nahelegen soll, die Insel zu verlassen? Ja. Ich habe mich schon so schlecht gefühlt, dass ich die letzten Wochen immer nur gemobbt habe und nicht angesprochen habe und sonst was. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, das Beste, wenn die dann so geht. Als dass ich sie noch weiter mobbe. Obwohl das nur ein virtuelles Viech ist, fühle ich mich irgendwie schlecht. Vor allem, weil das einfach einer der ersten Charaktere war, die auf meiner Insel wohnten. Gut, ich probiere mal mein Glück. Fragen kostet ja nichts. Oh, jetzt bin ich gespannt. Reden die jetzt miteinander? Kriegt man das mit? Nee. Spielsatz, ein neuer Wohnort für Heinz. Viele Überregungskünste waren da gar nicht nötig. Ich habe meine Situation erklärt und das war's. So, wie heißt du überhaupt? Dizzy? Oh, freut mich. Dann mach dich darauf gefasst, mich ab jetzt öfters zu sehen. Katza! Ja! Cool.
Also wohnt Heinz dann anscheinend ab morgen bei uns. Schade, dass man nicht mitkriegt, wer mit Nadine redet. Ich werde trotzdem nochmal zu Nadine gehen, einfach um zu gucken, ob sie jetzt weint oder was sie genau macht. Oh, sie hat schon alles zusammengepackt. Oh, Nadine, bist du... Nadine? Weinst du? Sie sieht nicht so happy aus, to be honest. Oh, oh, Nadine. Soll ich dich ansprechen? Hallo. Gänseblümchen! Cool, dass wir uns nochmal über den Weg laufen. Ich muss dir was beichten. Ich zieh weg. Ja, Dizzymania wird bald um Längen uncooler werden. Ha, das glaube ich nicht. Und mit bald meine ich ab morgen. Es liegt also jetzt an dir, subversive Gedanken zu verbreiten. Ich weiß nicht mehr, was das heißt. Nadine, du bist zu schlau für mich mit deiner Monobraue. Was heißt subversiv? Subversion betreibend. Umstürzlerisch. Subversile Elemente Pläne. Das erklärt absolut gar nichts. Der Begriff der Subversion hat mehrere Bedeutungen. Allgemein bezieht sich der Begriff auf Vorgänge, Bestrebungen oder Darstellungen, die eine bestehende soziale Ordnung in Frage stellen bzw. verändern wollen. What? Ist sie eine Punkerin? Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Du wirst mir doch brav tschö sagen, oder? Die Signale dir wir nicht. Da habe ich aber Angst, Nadine. Eigentlich wollte ich hier nochmal ordentlich durchwischen, aber dann habe ich mitbekommen, dass sie die Bude abreißen wollen, also kann ich es mir sparen. Was? Oh, hier kommt ein neues Haus hin. Kriegt der Heinz ein neues Haus? Das wäre ja der Wahnsinn. Jeder muss wissen, hier zieht der Heinz ein. Tada! Und damit er sich gleich wohlfühlt, habe ich auch noch einen Kratzbaum für ihn. Zack. Habe ich sogar noch irgendwas? Warte, ich komme gleich nochmal wieder. Okay, ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen für ihn gefunden. Und zwar zum einen ein Katzenkörbchen, damit er natürlich auch einen Schlafplatz hat. Und nicht nur ein Karton, nein, sondern gleich zwei Kartons. Mega. Das wird Heinz freuen. Schön. Wollen das alles schon dahin zu stellen, obwohl Nadine noch nicht mal draußen ist. Das wird Heinz gefallen, glaube ich. Was meint ihr? Ich glaube schon, der wird so richtig Freudeblümchen um sein Face haben. Das wird toll. Gut, das wär's dann aber mit der Folge heute gewesen. Dann bin ich gespannt, in was für ein Haus der Heinz hier morgen ziehen wird. Guck mal, unsere Stadt wird richtig, richtig bewohnt hier. Weil es gar kein Grünzeug mehr da. Naja, das war's dann aber wirklich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.